Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, es ist noch nicht mal 6:30 und wir melden uns hier von unserem Campingplatz, denn heute nehmen wir euch mit auf ein mega, mega Abenteuer. Ich freue mich persönlich ganz arg. Heute geht es auf 3200 Meter, den Pitzbö hier in Südtirol, und deshalb sind wir so früh aufgestanden und eingepackt wie die Eskimos, denn dort hat es 5 Grad und den werden wir uns heute zur Brust nehmen, und ich hoffe, ihr kommt mit. Das wird ein mega, mega Abenteuer. Bis gleich. It's all in our hands, this life of time. Let's give unto us all. Ja, jetzt geht's auf zum Pitzbö. Die Marisol auch schon gut gelaunt. Ja, wir sind jetzt hier am Pass Bordeaux. Haben jetzt Tickets gekauft, hoch und runter. Ich zahle 25, Marisol 15 Euro. Und jetzt geht's auf 3200 Meter. Ja, das Plateau hier ist atemberaubend. Und kommt früh her, schaut mal an, was hier los ist. Hier am Kassenhäuschen zu Pitzbö, hier am Sas Podoi, am Eingang. Und komm Marisol, wir gehen ins Abenteuer. Der Pitzbö ist mit 3152 Meter der höchste Berg und einzigster 3000er der Stella-Gruppe in den Dolomiten. Auf dem Gipfel treffen drei italienische Provinzen aufeinander, Südtirol, Belluna und das Trentino. Ja, jetzt warten wir noch auf unsere Seilbahn. Und da hoch geht's. Ja, wir sind jetzt hier oben auf 2950 Meter angekommen. So, und jetzt kriegen wir den ersten atemberaubenden Ausblick. Komm mit, Marisa. Ein Wahnsinnsausblick hier, Bombenwetter und Stoppauszeit, geht zum Pitzbö. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg zum ersten Gipfelkreuz für die Marisol. Wir sind zwar den Großteil hier mit der Seilbahn hochgefahren, aber diese gigantische Mondlandschaft spricht für sich. Hallo. Ja, wie ihr hier sehen könnt, das ist natürlich der leichteste 3000er, wo auch die Massen hoch können. Dementsprechend ist hier was los. Glaubt nicht, dass ihr hier alleine seid. Das ist einfach so. Aber uns stört es heute nicht, denn das ist der erste 3000er für die Marisol und für mich. Ja gut, wir waren schon auf den drei Zinnen, das ist auch relativ hoch, aber wir gehen heute auf 3150 und oben ist ein Gipfelkreuz. Hier vor uns die Marisol und über ihrem Kopf sehen wir Pitzbö. Da geht es heute hoch, unser Tagesziel.
kam mir vor wie der Mann oder die Frau im Mond. Hier so, Mond. Mondlandschaft, ja, das ist schon. Ich zeige euch jetzt mal die Touristenmassen. Wahnsinn. Und wir waren hier schon um 9:30. Wir haben fast eine der ersten Seilbahnen genutzt. Aber das haben wir gewusst, dass es hier touristisch ist. Egal. Ja, Stoppauszeit ist begeistert. Michael und Marisol sind geflasht. Das ist schon mega. Also wie gesagt, das ist die Einsteigertour für Pitzboe. Wir haben hier knapp 6 Kilometer und haben knapp 350 Höhenmeter. Man fährt den Großteil mit der Seilbahn, aber diese 350 Meter, die muss man dann noch wirklich selber erklimmen. Aber das ist schon. Ja, die Marisol im Aufstieg. Die sind ja klein da unten. Ja, das haben wir schon geschafft. Ein Teilerfolg für die Marisol. 13 waren anstrengender. Ja, klar. Aber du machst das spitzenmäßig. So, wir sind jetzt angekommen. Jetzt geht es in den Anstieg zum Pitzboe. Das ist unser Weg bis hoch zur Hütte. Staubiger Mount Everest. Das ist halt, was nicht so Spaß macht. Ja, wir sind jetzt hier am Gipfel angekommen. Marisol, dreh dich mal um. Ja, hier geht's zu wie am Taubenschlag. Unglaublich. Ja, wir sind jetzt am Pitzboe angekommen. Hier ist die Hölle los, aber der Aussichtspunkt ist gigantisch toll. Marisol hat sich auch hochgequält. Wir sind jetzt auf 3150 Meter hier auf dem Pitzboe. Und ich gratuliere dir, Marisol, dass du das erste Mal auf 3000 Meter hochgestiegen bist.
machen wir uns wieder auf den Rückweg zur Seilbahn. Wir steigen das alles wieder zurück und ich bin gespannt, wie die Marisol das meistert. Aber wie gesagt, sind doch ein paar Leute hier, aber es lohnt sich. Die Ausblicke auf die umliegenden Berge sind gigantisch schön. Trotz, dass hier die Horde an Menschen tobt, es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist ein wunderbares Abenteuer. Marisol, hat es dir auch gefallen? Müde. Müde, gell? Das war natürlich für dich schon ein ganz schön heftiger Anstieg hier auf 3. Der Hund da ist auch müde, der liegt da auch und schläft. Ja. Ja, für die Marisol hat es ganz tapfer gemacht. Im Hintergrund seht ihr noch das tolle Bergpanorama. Ist einfach mega cool. So, auf geht's in den Abstieg. Ja, die Marisol im Abstieg. Mach die Hände raus, Marisol. Es geht hier schon ein paar Passagen, die sind ganz schön anspruchsvoll. Ja, 3 mächtig steile und mit Seile und diesen eisernen Felsen. Stellen hat es hier. Muss einfach ein bisschen vorsichtig sein und es staut sich natürlich auch ein bisschen. Prima, Marisol, gut machst du das. Von dort kommen wir runter und von dort bin ich fast auf Papas Schoß eingeschlafen. Ja, Pittsburgh, 3150 Meter. Ihr seht ihn in der vollsten Pracht. Einmal hoch und runter. Jetzt sind wir wieder nach unten, Sasso Bordoi, in der Talstation. Jetzt geht's zum Auto. Und es ist immer noch sehr viel los hier. So, ihr Lieben, unsere Tour vom Pittsburgh geht zu Ende. Wir haben jetzt noch für das Parkticket für den ganzen Tag 7 Euro bezahlt. Das bedeutet, wir haben insgesamt mit Seilbahn 47 Euro ausgegeben. Ja, es ist sehr viel Geld, aber es war ein unglaublich tolles. Ja, wir sind auch völlig geflasht. Es war ein super, mega Abenteuer. Und ja, die Marisol und also mit Stoppauszeit. Als Stoppauszeit ist es der erste 3000er. Und wir fahren jetzt zurück auf unser Campingplatz und es folgen aus Südtirol noch jede Menge Videos. Bye, bye. Hier gibt's gutes Eis, muss man sagen. Mit dich muss man doch bestechen, sonst machst du doch das nicht freiwillig. Das waren die Geheimnisse von Stoppauszeit.